Internationale Tag der Frauen macht darauf aufmerksam, welche Erfolge schon errungen worden sind von Frauen, wie zum Beispiel das Wahlrecht. Aber wenn wir in der gleichen Geschwindigkeit weitermachen, dauert es noch 130 Jahre, bis Frauen weltweit wirklich gleichberechtigt sind. Und ich sorge als Entwicklungsministerin mit dafür, dass das schneller geht. Gesellschaften, in denen Frauen gleichberechtigt sind, sind Gesellschaften, die insgesamt weniger Armut, weniger Hunger und mehr Stabilität haben. Feministische Entwicklungspolitik sorgt dafür, dass Frauen Rechte bekommen, dass sie einen Zugang zu Land zum Beispiel bekommen, dass sie das Land besitzen dürfen, dass sie dann auch Kredite bekommen, dass Frauen Zugang zu Bildung haben, zu Arbeitsplätzen, dass sie das Gesundheitssystem nutzen können. Also feministische Entwicklungspolitik macht Gesellschaften insgesamt gerechter und davon profitieren dann am Ende alle.